Das Ende. Und ein Neuanfang. Mit Crispy Dex. Und damit, yo Leute, was geht und willkommen zu den News. Ja, ihr habt heute die vorerst letzte Folge Conan Exiles gesehen, aber dazu gleich mehr. Denn, ja, wie ihr wisst, heute am 1.5. habe ich eine neue Wohnung, ich lebe alleine, ich habe ein neues Gaming-Zimmer und wahrscheinlich auch bald hier diesen Greenscreen hinter mir nicht mehr. Eventuell, für einige Sachen werde ich ihn vielleicht noch benutzen, aber Leute, ja, zu Conan. Ihr habt richtig gehört, das Ende einer Ära läutet auch gleichzeitig einen Neuanfang ein und deswegen habe ich für mich selbst beschlossen, die aktuell laufenden Let's Plays erstmal abzubrechen und mit was ganz Neuem zu starten. Und hoffentlich klappt es so, wie ich es mir vorgenommen habe, denn es werden zum Start vier neue Let's Plays hier auf diesem Kanal erscheinen. Die werden immer im Wechsel sein, also beziehungsweise heute, beziehungsweise morgen kommen die ersten zwei Let's Plays, jeweils die erste Folge, danach die anderen zwei und das immer so weiter in diesem Rhythmus. Ihr bekommt also jeden Tag zwei Folgen und jeden zweiten Tag die Fortsetzung dazu. Ich hoffe, ihr könnt mir bis hierher folgen. Auf jeden Fall, ich habe mir viel vorgenommen. Ich hoffe, es wird soweit machbar sein auf Dauer. Wir werden sehen, was die Zukunft uns bringt. Ja, vielleicht ist das ein oder andere Spiel auch dabei, was mir nach drei Folgen nicht so viel Spaß mehr macht und wir dann angezockt draus machen. Aber mal schauen. Wir werden sehen. Ich bin noch guter Dinge. Ich bin motiviert. Ich habe auch jetzt einiges vorproduziert, denn das Problem ist, ich habe erst ab dem 4.5. wieder Internet und bin online. Bis dahin seid ihr aber auf jeden Fall mit Folgen versorgt. Keine Angst, da wird einiges kommen. So, zu den abgebrochenen Let's Plays. Sobald wir das ein oder andere Spiel abgeschlossen haben, ich habe auch Spiele mir ausgesucht, die relativ kurz sind. Ein Survival-Game ist dabei, ein neues. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein, das gefällt mir richtig, richtig gut, ist sehr gut. Der Name passt auch. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber das eine wird ein bisschen länger dauern, die anderen werden wahrscheinlich ziemlich schnell abgeschlossen sein und danach werde ich die ganzen Spiele, die ich zwischendurch hatte, die ich abgebrochen habe, Valheim, Conan, Exiles, Isles of Scepter, Sons of the Forest und was es alles so gab, werde ich alle nach und nach nachholen. Nicht gleichzeitig, ich habe mir vorgenommen, Survival Games höchstens nur noch eins gleichzeitig, weil das halt ein extremer Zeitaufwand ist. Zwischendurch Farmen und so Zeug, ja, das kriegt man nicht immer so unter einen Hut, wenn man mehrere davon hat. Ja, und man will auch Spaß an dem Spiel haben und nicht sich dran setzen und sagen, ja, ich muss jetzt farmen, damit ich die nächste Folge aufnehmen kann, damit ihr morgen pünktlich eure Folge Valheim habt zum Beispiel. Deswegen nur noch eins danach, irgendwelche Actionspiele, keine Ahnung, RPGs mache ich momentan ziemlich gerne. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen, Leute. Dann, ja, nächster Punkt, den ich auf der Tagesordnung habe. Ich versuche demnächst wieder verstärkt auf Instagram aktiv zu sein. Das heißt also jetzt nicht unbedingt so im Gaming-Bereich so ein bisschen was, ein paar Stories, ein paar Fotos, so außerhalb vom Gaming, so was ich hier am Tag mache. Vielleicht mal immer mal so euch mit auf die Reise nehmen, was ich hier am Computer mache, während ich Videos schneide oder so. Einfach mal so einen Einblick hinter die Kulissen, irgendwas in die Richtung, mal ein bisschen anderer Content. Ja, aber ich war immer so, ja, Instagram war immer so eine Hassliebe. Ich habe es mir immer vorgenommen, habe es eine Zeit lang durchgezogen und dann irgendwann habe ich es dann doch gelassen. Mal schauen, wie wir es, ob es diesmal ein bisschen mehr wird, ein bisschen länger wird. Und ja, ich habe noch eine kleine Umfrage, die jetzt quasi vor Conan Exiles rausgekommen ist. Müsstet ihr sehen, wenn ich guck mal auf meinen Kanal unter Community, da findet ihr die, denn ich bin schwer am Überlegen, ob ich in Zukunft meine Livestreams wieder auf Twitch mache oder ob ich auf YouTube bleibe. Ich persönlich finde Twitch besser, weil, ja, man hat mehr Möglichkeiten, sich ein bisschen aufzubauen. Ja, es ist jetzt so für mich, für meine Ansicht besser. Denn man hat auch zusätzlichen Content. Man streamt live auf
Twitch kann dann später die Videos sich zurechtschneiden mit den Highlights und dann quasi nochmal ein separates Let's Play zusätzlich machen, was sich quasi von alleine produziert. Man muss es halt nur ordentlich zurechtschneiden und so. Und ja, ich fand persönlich, also ich habe jetzt eine Zeit lang auf YouTube gestreamt und ich muss sagen, Twitch fand ich eigentlich die bessere Alternative. Wobei ich sagen muss, auf YouTube konnte ich die Streams für euch YouTube-Zuschauer besser ankündigen. Ja, ich plan einfach den Stream schon vorher und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann seht ihr es ja automatisch eigentlich, wann der Stream kommt und ob einer geplant ist. Auf Twitch ist halt wieder so, da müsst ihr mir folgen bzw. anderen Medien folgen. Auf Discord werde ich es ankündigen. Ich werde wahrscheinlich auf Instagram das dann ankündigen. Ja, aber es ist halt auf YouTube dann schwer, denn jedes Mal hier ein News-Video für Streams zu machen, kurz, ist halt ein bisschen kacke. Ja, ich habe mir zwar überlegt, das vielleicht so als Shorts einzuplanen, dass ich halt immer einen Short mache, wenn ein Stream kommt, aber ja, ich weiß es noch nicht. Über Vorschläge würde ich mich freuen, könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, wie ich das Ganze dann organisiere, falls ich auf Twitch rüberwechsel, wie ich euch dann am besten informiere. Discord ist halt die sicherste Plattform, da kann man das direkt einrichten, dass sobald der Stream geplant ist, dass ihr das auch dann seht. Aber erstmal zur Abstimmung, also es wäre cool, wenn so viele wie möglich euren Senf dazu geben. Twitch ja oder YouTube ja. Eins von beiden wäre halt mega nice. Und ja, Leute, dann kommen wir eigentlich schon ans Ende dieser News. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich überlege mal ganz kurz. Natürlich das Wichtigste habe ich vergessen, Leute. Vielen, vielen Dank für den riesengroßen Support. Also das, was ich in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen an Abos dazu bekommen habe. Mega nice. Ja, ich habe ja gedacht, jetzt dauert es bestimmt bis zum Jahresende oder zumindest mal Herbst, bis wir die 500 erreichen. Aber momentan sind wir schon ziemlich gut dabei, Leute. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Support. Auch mein kleiner Aufruf in der letzten News, dass ihr mal in dem Kommentarbereich so ein bisschen Rambazamba und Radau machen sollt. Sehr, sehr cool. Haben viele mitgemacht. Gut, das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen schon wieder abgeflacht. Aber danke für diesen riesen Support. Ey, Leute, Liebe geht raus. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ihr seid echt die Besten und ich hoffe, ihr bleibt mir erhalten. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit den neuen Let's Plays. Und wie gesagt, alte Let's Plays, abgebrochene, pausierte, werden definitiv fortgesetzt. Aber es ist immer gut für so einen Kanal, wenn er mal kleine Abwechslung hat, weil Conan läuft jetzt gefühlt schon seit einem Jahr und klar ist es für einige Zuschauer, die auch Bock auf Abwechslung haben, irgendwann langweilig, ja, oder Leute, die mit Conan nichts anfangen können und so, ist verständlich und auch für mich, irgendwann muss man auch mal andere Spiele spielen, weil sonst ist ein ehemaliges Lieblingsspiel irgendwann nur noch nervig und man hat keine Lust mehr drauf, weil man es halt einfach tot gespielt hat und sich teilweise auch dann gezwungen hat und das möchte ich nicht. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem Fans. Und ja, Leute, das war's mit dem News-Video. Wir sehen uns ab dem 4.5. irgendwann in dem Dreh wieder, wahrscheinlich dann auch mit einem Livestream, je nachdem, wie ihr euch entschieden habt. Und ja, Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer CrispyDex und haut rein.